Und hier bin ich auch wieder mit Let's Play Final Fantasy 4. Wir haben in diesem Kampf hier aufgehört. Und wir hauen jetzt den Gegnern schön eins aufs Gesicht. Das mag er ja so wundergern. Aber die Heilportion muss auch mal mit. Vor allen Dingen, weil man hier in diesem Turm nicht nochmal zurückkommt. Ich weiß immer noch nicht, ob ich Reflap gelernt habe. Weil der Zauber ist jetzt für mich im Grunde genommen als Number One richtig. Und ich werde gestört. So, da bin ich auch wieder. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Oder irgendwie ein lautes Fiepen oder irgendwie sowas gehört. Ansonsten mute ich das Ganze. Weil das ist dann doch eine Sache von privaten Sachen. So. Verbrauchen wir hier so ein bisschen die Portion, davon habe ich ja so viele. Eine Medusa. Für eine Medusa sieht es aber eigentlich noch relativ aus. Weil Medusa kommt auch aus der griechischen Mythologie und da war es von den drei Gorgonen. Ja, es gab nur drei Gorgonen. War doch die Medusa im Grunde genommen eigentlich die hässlichste. Zumindest war so dargestellt, dass sie nach einer bestimmten Sache irgendwie potthässlich war. Ja. Jetzt interessiert es mich aber doch ganz sehr, ob es da in den einen Raum nicht doch noch was gab. So, ach, die Chimera. Ja, wir haben es mitgekriegt. Wir haben es mitgekriegt. Wir sind Eindringlinge, wir werden verfolgt. Und kein... Komm, Chimera. Ich sagte nicht, dass du angreifen sollst. Du sollst einfach nur umfallen. Zu einem auf... Ich bin weg. Puff. Aber das machen die Gegner leider nie. Aber wenn es da nicht zum Boss geht... Dann müsste es hier im Grunde genommen ja zum Dings gehen. Greif die mal an. Du versuch dich. Ah.
Also was auch immer los ist, ey, das ist nicht mehr normal. Versuch mal ein Gebet rauszuhauen. Vielleicht schaffst du es ja. Oh meine Güte. Die Chimera hat sich doch... Alter, nee. Das ist nicht mehr normal. Ah, die Tür ist einfach so verschlossen. Gut, dass wir das auch mal geregelt haben. Ne, also dazu habe ich jetzt wirklich nur noch kein Verständnis. Und weg. Egal. Ich pfeife auf die 112 Gil. Die können die Gorgon, Medusa. Schlangenhaarfrauen. Das habe ich auch noch gesucht. Irgendwie so ein drittes Wort. Können die auch ganz, ganz gerne haben. Spread. Tut mir leid, aber ich habe wirklich jetzt nur noch wenig Lust auf solche Kämpfe. Die können meinetwegen ganz gerne kommen. Habe ich kein Problem mit. Und wenn ich noch mehr Gegner-Attacken habe, dann weiß ich auch nicht, wie ich das loswerden soll. Das ist ja echt schlimm. Na gut, ich habe doppelt kein Leben, aber... Oh nein, auf dich habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust. 152 Kill. Soll ich mich totlachen? Ich habe 58.000. Eta Dry? Habe ich eben gerade richtig gelesen? Tatsache. Äther trocken. Ach, gibt's schon. Ist ein Äther wie ein Wein oder was? Hm, er sollte trocken, aber auch süß, aber auch saftig sein. Hä? Ungefähr so habe ich auch nur gedacht, wenn es da so kam. Mit Wein. Lord Rubikante, seid vorsichtig. Keine Sorge. Das Schloss mit den Ninjas, Elbana, ist bereits gefallen. Ich lasse den Turm deiner Obhut, während ich nicht da bin. Und tschüss, bye bye. Ja. Doktor. Schon wieder diese Musik von... Ihr wisst ja, bei der Musik muss ich irgendwie an Kefka denken. Die passt irgendwie zu ihm auch. Ich weiß nicht. Irgendwie Walzer der verrückten Idioten. Weder Lord Golbes noch Rubikante sind hier. Ich bin nun der Führer an... Oder ich habe die Leitung nun hier. Ich kann meine Experimente in Frieden ausführen. Was für ein verrückter alter Mann. Sch.
Wer ist da? Verdammt! Du, Tete! Wo hast du dich die ganze Zeit über nur blicken lassen? Die Experimente an deiner Datenrüstung sind immer noch nicht verendet, aber wo zum Geier... Wie zum Geier bist du hierher gekommen? Du rufst besser nach Hilfe. Ubikante ist nicht hier, um dich zu beschützen. Ja, mach dich nicht über mich lustig. Ich bin nur ein verrückter Idiot, der Kefka irgendwie erschaffen hat nach seinem eigenen Ebenbild. Aber das ist ja auch egal. Denkst du, ich bin nur ein taschenbeschützender Wurm? Ich bin derjenige, der als Gehirn von Galbes fungiert. Ich bin Lugie. Ich beschütze, verteidige den Turm von Barbie mit meiner überaus überragenden Intelligenz, die ich nicht versteckt habe, irgendwie. Keine Ahnung. Jönchen. Habe ich meine Intelligenz versteckt? Ja, Vater, die hast du in mir. Na gut, dann gib sie mir wieder. Bring mich nicht zum Lachen. Ich werde mir von meinem geliebten Sohn eure Köpfe bringen lassen. Ich sag doch von wegen Sohn. Weißt du, wo mein Gehirn ist? Ja, Vati, das hab ich. Los, Balnaba, zeig es ihnen. Ja. Die sollten eigentlich kein so großes Problem darstellen. Denn beinahe... Au, nicht mich, du Idiot! Die! Dort drüben! Verstehst du's? Okay, zeig ihnen deine Kraft! Ja, beinahe hat nämlich keine so gute Verteidigung. Selbst Rosa und Rüdiger machen mehr zu einem Schaden als 10. Aber ich glaube dafür hat... Ich gebe dir besser ein bisschen Öl. Ich glaube, ich greife ganz einfach mal den Doktorchen an. Ach ja. Weil der Doktor, der hilft im Grunde genommen eigentlich immer den Ballnaber. Und der ist doch mit den Angriffskraft dann doch ein bisschen höher als erlaubt ist. So, jetzt will ich aber nochmal gucken. Heilung, Halt, keine Ahnung, Wiederbelebung, also Engel. Das halt Blindheit, langsam, Schutz, Heilung 2, Silence, sollte klar sein, also Schweigen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Warum hätte ich dann nicht meine Klappe? Weil ich nur Server bin. Egal. Esuna, ist ja auch klar. Alles Heilung. Berserk, Blank. Teleport, Shell, Confused, Heilung 3, Mini, Display. Super. Ja. Rufen wir mal einen Titan! Ah.
Barnaba ist besiegt. Und das ist auch eine gute Stelle zum Garten. Also bis zum nächsten Let's Play Part. Bloodhounds FB meldet sich ab.